Obwohl ich ja Agnostiker bin, fange ich jetzt an zu beten. Bitte, lieber Gott, mach, dass der Sommer vorbei ist, die Erdkugel sich um ein Viertel dreht, damit die Sommerpause von Willkommen Österreich endlich vorbei ist, damit ich mir diese Sendung endlich wieder anschauen kann, von vorne bis hinten, von hinten auch bis vorne. In diesem Sinne eröffne ich die Herbstsaison Willkommen Österreich. Meine Damen und Herren, der Sommer ist vorbei, ist uns aber wurscht, wir sind wieder da! Begrüßen Sie in frischer Frische Dirk Stermann und Christoph Grüßemann. Willkommen hier im Studio und zu Hause an den Fernsehempfangsgeräten. 224. Ausgabe von Willkommen Österreich. Es war Sommerpause, nur 3,5 Monate. Und wir haben während dieser Sommerpause natürlich nicht Urlaub gemacht, sondern gebrainstormt, wie es neudeutsch. Eigentlich haben wir geblackoutet. Also, ich habe nichts gemacht. Oder wie sagt man denn? Ja, im Gegensatz zu den Kollegen haben wir nichts gemacht. Wir haben geburnoutet darüber, soll die Sendung ein anderes Gesicht bekommen, einen anderen Charakter, andere Motti oder so. Nein, wir haben gedacht, wir bleiben beim Alten, weil es hat gut funktioniert. Deswegen Gags, Gags, Gags und ständig gute Laune. Und zwei fantastische Gäste heute in der ersten Ausgabe nach der Sommerpause. Zu uns kommt die bärtigste Entertainerin seit Petra Rapp. Schon guter Witz. Und außerdem kommt zu uns ein vorbildlich glatt rasierter Bestsellerautor, eigentlich der einzige österreichische wirkliche Bestsellerautor. Weltweit, ja. Zu uns kommen die beiden Menschen, über die Österreich zurzeit am meisten spricht, Conchita Wurst und Daniel Kehlmann. Jawohl. Das ist toll. Und, meine Damen und Herren, dazu an unserer Seite 5 junge Berufskiller aus Tschetschenien, die wir vor der Todesstrafe gerettet haben. Ruskaya! Yo! Vielen Dank! So sieht's aus. So. Vielen Dank, sehr gut. Publikum ist progressiv. Das macht Spaß. Okay, wir hatten 3 Monate Ferien nur im Sommer. Das ist gar nicht so viel Zeit. Ich habe die Zeit genutzt für eine kleine Wallfahrt nach Mariazell. Ich bin sehr katholisch. Sehr, sehr gläubig. Ich bin sehr gläubig, ja. Ja, ich weiß. Und wir Gläubigen in Mariazell haben viel diskutiert diesen Sommer, weil es diese Studie gab, die uns sehr traurig gestimmt hat. Sie haben es vielleicht auch mitbekommen, 85% aller Weihwasserbecken in Österreich sind mit Fäkalien verseucht. Ja, es ist nicht lustig. Nein. 85% sind verseucht, da kann man ja gleich den Klingelbeutel der Klofrau zuwerfen. Ja. Die katholische Kirche überlegt jetzt ein 11. Gebot. Du sollst die Hände waschen, du Sau. Ja. Ja, aber ich meine, das ist doch schrecklich. Der Pfarrer kann doch gleich dann die Gemeinde mit der Klobürste segnen. Ja. Was sind das für Zustände? Weihwasserbecken verseucht. Ja. Holy shit. Ja, holy shit. Ja, jetzt versteht man die Wendung auch zum ersten Mal. Der Teufel fürchtet sich vor dem Weihwasser. Mhm. Ja? Was sagt eigentlich unser Partypfarrer Toni Faber? Ja, ich wusste schon. Toni Faber zu diesem Skandalon. Da lagert sich einiges ab. Wir versuchen, dem entgegenzuwirken, dass wir jeden Tag in der Früh die Weihwasserbecken tauschen. Wirklich das alte Weihwasser entnehmen, in einen heiligen Abfluss leere. Der heilige Abfluss? Ja. Nicht zu verwechseln mit dem heiligen Stuhl. Aber kommen wir weg vielleicht von diesem doch sehr unappetitlichen Thema zu einem Thema, das uns alle begeistert. Und mir werden die Brustwarzen steif, wenn ich darüber rede. Ah, ich weiß schon. Ja, ich bin in Erregung, weil am 29. September ist Nationalratswahl. Liebe Holzköpfe da draußen. 29. September, Nationalratswahl. Ja, ich wähle, wenn man mich fragt, ich wähle diesmal die NSA. Ja, weil die interessiert sich wirklich für mich. Klaro. Und das Tolle ist, ich genieße das ja wirklich.
dieser Vorwahlkampf, gerade im TV, Sie haben es ja mitbekommen, jetzt sind ja die ganzen Duelle, ne? Die Wahlkonfrontationen, jeder gegen jeden, man kennt sich schon gar nicht mehr aus. Das genieße ich wirklich sehr. Und was mich wirklich begeistert hat, ist die Renaissance des Tafels. Oder? Sie wissen, der politische Gegner holt irgendwann aus der Aktentasche das sogenannte Tafel raus. Und auf diesem Tafel stehen dann Fakten drauf, die den Gegner mundtot machen. Ne? Das Tafel. Wer hat das erfunden? Wir wissen es noch. Jörg Haider. Ne? Er hat es erfunden. Und jetzt hat Eva Glawischnik von den Grünen das Tafel wirklich vehement eingesetzt. Mhm. Und wenn man ein Tafel einsetzt, finde ich ja grundsätzlich gut, aber dann muss schon wirklich alles auf Punkt und Komma stimmen auf dem Tafel. Also da muss jede Information wirklich tatsächlich hieb- und stichfest sein. Und da war ich sehr enttäuscht, Eva Glawischnik. Das erste Tafel hier, sehen Sie, wirklich nach vielem langem Nachrechnen. auf der Landstraße 45 Tote, auf den Gemeindestraßen 5 Toten, macht nach Adam Alexander van der Bellen 50 und nicht 51. Wie konnte dieser Fall? Oder hat man hier prophylaktisch schon den Toten dazugerechnet, der bald in der Begegnungszone auf der Marie-Hilfer-Straße übergangen wird? Ja. Vielleicht war es so. Mhm. Wer weiß es? 45 plus 5 ist 50. Mhm. Liebe Eva Gradingsbums, wirklich, da hätte ich mir etwas mehr Bildung erwartet. Ja. Ja, na, das ist doch aber sie ist musikalisch, das muss man ihr zugute Eva sagen. War eine, tatsächlich auf YouTube jetzt wieder die Videos gesehen. Eva Glawischnik war vor 20 Jahren tatsächlich in einer Schlagerkombo und hat wirklich sehr gut gesungen. Wiewohl man sagen muss, jeder einzelne Spitzenkandidat der verschiedenen Parteien, und alle sind gut, und jeder einzelne Spitzenkandidat hat sich als sehr musikalisch erwiesen. Wirklich wahr. Zum Beispiel Spindelegger, wie heißt er mit Vornamen? Spindel. Spindel. Echt? Spindel, Spindelegger. Ist sowas wie der Charlie Watts der ÖVP, spielt fantastisch Schlagzeug, schauen Sie. Den richtigen Ton und Rhythmus finden, in Wahlkampfzeiten gleicht das oft einem Balanceakt, an dem schon so mancher Spitzenkandidat gescheitert ist. Sehr überzeugend, bester Sänger, selbstverständlich Frankie Boy. Now or never, come home, be time. Kiss me, my darling, be mine tonight. H.C. Strache, H.C. Stretchy, wie man ihn in Amerika nennt. H.C. Stretchy spielt seit langen Jahren, interessanterweise in einer slowenischen Volksmusikgruppe, Kontrabass. Seit diese Bilon erklärt, ist ein Beten all Jupiter. Und natürlich unser Kanzler, der Werner. Der Werner, das wissen Sie ja alle, dass der sehr musikalisch ist, europaweit bekannt. 50% des Schlagerduos Faymann und Juncker, da spielt er die Backpfeife. Die niederländische Regierung. Ja, musikalische Leute bei uns in der Regierung. Spindelegger hat übrigens ja angekündigt, hast du das auch mitbekommen, falls er Dritter wird bei der Wahl, tritt er zurück. Zwei Fragen. Wovon genau? Und wer wird es merken? Das lasse ich mir nicht gefallen. Gut, okay, wie dem auch sei, meine Lieblingswahlsendung ist die von Hanno Settele, die ORF-Wahlfahrt. Haben Sie vielleicht auch gesehen. Morgen übrigens findet sie statt, da wird im Auto sitzen Strache und Glawischnik. 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 Letzte Woche waren zu Gast im Auto Bucher und Stronic. Und bei Stronic hatte ich das Gefühl, dass die Atmosphäre leicht vergiftet war von Anfang an. Ja. Schon bei der Begrüßung hat Stronic irgendwie das Gefühl gehabt, der ORF will ihn angreifen schon. Servus. Was heißt Servus? Was heißt Servus? Oi. Was heißt Servus, du Arschloch? Du verstehst nichts von der Wirtschaft. Ja, wie hast du schon mal Löhne bezahlt? Ich war hungrig. Bist du Funktionär oder was? Du bist ORF-Funktionär. Was, was heißt Servus? Ja. Finde ich aber gut irgendwie. Todesstrafe für Settele. Ja, na, aber dieses offensiv Unsympathische bringt ihm, glaube ich, gerade in Österreich viele Wählerstimmen. Ja. Gefällt mir. Aber kommen wir weg von diesem politischen Schabernack zu wirklich wichtigen Themen. Und Willkommen Österreich, so heißt die Sendung, glaube ich, ist auch dafür da, die ernsten Themen anzupacken. Syrien-Krise zum Beispiel. Ja, kein Thema, über das man Witze macht. Fragezeichen steigen auf, Syrien-Krise, hä? Ich erkläre euch das gerne, vor allem den Leuten, die sich eher für
Miley Cyrus interessieren als für Syrien. Syrien-Krise vereinfacht dargestellt ist Folgendes. In Syrien ist es so, die Syrer bringen Syrer um. Ja? Und die Amerikaner haben jetzt überlegt, vielleicht ein paar Syrer umzubringen, damit die Syrer nicht mehr so viel Syrer umbringen. Weil Syrer sollte man nicht umbringen. Ja. Ja? Vereinfacht dargestellt, aber eigentlich ganz richtig. Mhm. In Syrien ist es so, das syrische Regime hat jetzt zugestimmt, alle chemischen Waffen auszuliefern. Ja? Und Wladimir Putin hat auch zugestimmt. Aber nur unter der Voraussetzung, dass die chemischen Waffen nicht schwul sind. Komisch, irritierende Geschichte. Ein Schmunzler war es. Ja, ja, irritierende Geschichte. Ein Schmunzler war es, wird nicht rausgeschnitten, weil wir auch bei den Leuten punkten wollen, die mehr als 70 IQ-Punkte haben. Was sagt eigentlich unser Außenminister dazu? Das lasse ich mir nicht gefallen. Ja. Das lasse ich mir nicht gefallen. Was kann man noch sagen nach diesem Sommer? Uns vom ORF geht's gut. Danke der Nachfrage. Wir haben tolle Quoten. Die Wahlberichterstattung ist fantastisch. Turnherr und Co. machen einen tollen Job. Großartig auch die Quoten letzten Freitag bei der großen Chance. Da gab es ja die ersten Kandidaten, die sich durchgesetzt haben. Unter anderem ein Engländer, ein Künstler, der Kunstwerke aus Toastbroten herstellen kann. Tolle Geschichte. Was kommt wohl als nächstes? Eine Frau mit Bart? Oder ein tanzender Hund? Ah, nein. Übrigens, was wurde vor zwei Sendungen, beim vorletzten Mal hat ja ein Hund gewonnen. Was wurde aus dem eigentlich? Ich weiß nicht, ich nehme mal an, Cevapcici fürs SPG. Ja. Ja. Übrigens, weil du sagst, ist dir das aufgefallen? Der Raststätten-Marktführer Rosenberger wurde von Chinesen übernommen. Haben Sie es mitbekommen? Rosenberger wurde von Chinesen übernommen. Eigentlich ganz gute Idee. Also, man kann bei der Hinfahrt den Hund an der Raststätte aussetzen. Und bei der Rückfahrt kann man ihn schon bestellen. Du bist ja der beste Freund vom Raffreider. Ja. Was ist mit dem Raffreider los? Wieso? Ja, Raffreider wirkt, als hätte er überhaupt keinen Urlaub gehabt. Der wirkt sehr, sehr erschöpft. Was sich sonst noch so in der Welt und in Österreich getan hat, jetzt in den ZIP24 Schlagzeilen, zusammengefasst von Christine Baumgartner. Im Telekom-Prozess gibt es ein erstes, nicht rechtskräftiges Urteil. 20 Monate bedingt für eine Werbefachfrau, die dem Gericht zufolge dazu beigetragen hat, dass Geld von der Telekom an das BZÖ geflossen ist. Der FC Barcelona ist zu Gast in Israel. Die Friedenstour führt die Fußballer zur Klagemauer. Sie kommt aus dem sonnigen Los Angeles. Ja, kann passieren, ist ja auch spät die Sendung. Ja, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, es ist sehr peinlich, wenn man sich selber lobt, aber ich möchte es an der Stelle einmal machen. Eigenlob stinkt und ich rieche halt nicht gut im Moment. Aber es gab etwas, was mich sehr gefreut hat. Unsere kleine Sendung wurde sehr gelobt und zwar von allerhöchster Stelle. Eine Art verbaler Ritterschlag, aber hören Sie doch einfach selbst. Herr Bundespräsident, kennen Sie eigentlich Ihren Doppelgänger, der bei Stermann Grissemann auftaucht? Kennen Sie diesen Heinz Fischer? Wir haben da kurz eine Einspielung vorbereitet. Vielleicht schauen wir uns das gemeinsam an. Ich kenne ihn und ich bin neugierig, was Sie ausgesucht haben.